So, das ist die Beispielaufgabe zur Berechnung inhomogener Bauteile. Als Beispiel die Klausuraufgabe Sommersemester 2015 Nummer 2. Wir haben eine Außenwand gegeben, die saniert werden soll. Wir haben in dem Bereich Stahlbetonstützen 30 auf 30 cm und dazwischen eine Ausmauerung 5,70 m breit und 24 cm stark. Von außen aufgebracht wird nun ein Wärmedämmverbundsystem in zwei verschiedenen Schichtdicken, sodass wir hier typischerweise für das inhomogene Bauteil zwei Abschnitte haben, Abschnitt A und Abschnitt B, sowie verschiedene Schichten. Und in einem ersten Schritt geht es jetzt darum, die bestimmten Abschnitte FA und FB anteilsmäßig zu bestimmen bzw. auszurechnen. Das wäre für den Abschnitt A 0,05 oder 5% und für den Abschnitt B 95% oder 0,95. Der zweite Schritt besteht jetzt darin, die inhomogenen Schichten herauszufinden. Wir haben zwei inhomogene Schichten. Das ist die Schicht 3,4, bestehend aus Stahlbetonstütze und Dämmung, und die Schicht 4,5 aus Stahlbetonstütze und Mauerwerk. Der nächste Schritt besteht darin, den oberen Grenzwert auszurechnen. Wir haben für den Abschnitt A entsprechend den Flächenanteil 0,05 und berechnen dann ganz normal, wie für homogene Bauteile auch, den Wärmedurchgangswiderstand im Abschnitt A zu 2,335 aus den einzelnen Schichten. Wichtig hier ist, dass die Übergangswiderstände schon mit dabei sind, weil es sich ja um den Wärmedurchgangswiderstand handelt. Im zweiten Schritt dann das gleiche für den Abschnitt B mit dem entsprechenden Wärmedurchgangswiderstand von 4,215 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Sodass wir aus diesen beiden Werten dann den oberen Grenzwert bestimmen können. Wichtig hier, immer mit den Kehrwerten der Widerstände arbeiten, mit den entsprechenden Flächenanteilen, Gewichten und zum Schluss wieder den Kehrwert bilden, damit ich wieder auf den Widerstand komme. Und als oberen Grenzwert erhalten wir 4,05 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Der vierte Schritt besteht darin, den unteren Grenzwert zu berechnen, schichtenweise. Das heißt, wir müssen mit dieser Formel zum Schluss den unteren Grenzwert berechnen und müssen in einem ersten Schritt nun unterscheiden für die einzelnen Wärmedurchlasswiderstände der Schichten, ob es sich hierbei um eine homogene Schicht handelt. Dann kann ich den Wärmedurchlasswiderstand ganz normal berechnen, Dicke dividiert durch Lambda der Schicht. Wenn ich eine inhomogene Schicht habe, bilde ich den mittleren Wärmedurchlasswiderstand auch wieder mit dieser Formel, das heißt auch wieder mit den Kehrwerten der einzelnen Wärmedurchlasswiderstände in den einzelnen Abschnitten. Das machen wir jetzt mal für die einzelnen Schichten. Wir haben die beiden ersten Schichten, Außenputz und Dämmung. Das sind homogene Schichten mit den jeweiligen Durchlasswiderständen. Die dritte, vierte Schicht ist unsere erste inhomogene Schicht. Und wir berechnen den mittleren Wärmedurchlasswiderstand aus Stahlbeton und Dämmung mit dieser Formel in den Abschnitten A und B mit den Flächenanteilen für Abschnitt A und Abschnitt B zu 0,405, das ist der mittlere Durchlasswiderstand dieser inhomogenen Schicht. Für die nächste Schicht, ist auch wieder eine inhomogene Schicht, ergibt sich dann ein gemittelter Wärmedurchlasswiderstand von 0,271. Und die letzte Schicht, unser Innenputz, ist wieder homogen, ganz normal gebildet. Und erst an dieser Stelle, bei der Berechnung des unteren Grenzwertes, kommen dann die Übergangswiderstände hinzu. Ich addiere jetzt ganz normal alle Widerstände, die homogenen Wärmedurchlasswiderstände und die inhomogenen, das heißt gemittelten Wärmedurchlasswiderstände, und erhalte als unteren Grenzwert 2,88 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Und der letzte, finale Schritt besteht darin, aus diesen beiden, das heißt oberem und unterem Grenzwert, den Mittelwert zu bilden. Das sind dann 3,47 Quadratmeter Kelvin pro Watt als gemittelten Wärmedurchgangswiderstand dieses inhomogenen Bauteils, beziehungsweise der Kehrwert davon ist der U-Wert meines Aufbaus und das sind
0,29 Watt pro Quadratmeter Kelvin.